Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Dev-Server-Gameplay. Wir sind auf dem Dev-Server zum kommenden Update Sons of Attila, sprich also auf dem Dev-Server, auf dem unter anderem die Ungarn als Subtree bei den Italienern gezeigt werden bzw. wurden. Und wir schauen uns heute nochmal in einem klitzekleinen Gameplay, Dev-Server-Gameplay ist ja immer ein bisschen was anderes als Live-Server-Gameplay, die große Überraschung, den KF-41 Lynx an, quasi das Gegenstück zum deutschen Puma. Der KF-41 Lynx, 30mm Bewaffnung, ja, wir spielen hier mit der PMC 287, das ist, glaube ich, die gleiche Munition wie auf dem Puma, und wir haben auch hier auf ihm die Spike-Raketen, warum auch? Natürlich nicht auch wie beim Puma, die hat er nämlich noch nicht, die bekommt er noch, aber auch beim Fretcher, den ja die Italiener auch schon haben. Und jetzt schauen wir mal. Wir sind hier auch schon auf der neuen Karte, die den Weg ins Spiel finden wird. Die heißt Testzeit 2271, die kennen wir schon aus dem Event, das wir hatten hier im, wie hieß es, ihr wisst schon, das Ding mit den Robotern. Ich habe es jetzt vergessen. Keine Ahnung mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall hier ein bisschen parallel zu dem anderen Spiel da, was auch noch rauskam. Beziehungsweise, ich glaube, was Gaijin auch gepublished hat. Wie auch immer. Ich habe den Namen jetzt vergessen. So, damit wir zumindest ein kleines bisschen. Okay, der Heli ist runtergeschossen. Damit ihr zumindest mal ein kleines bisschen Gameplay schon mal sehen könnt. Das jetzt hier also vom Dev-Server. Ich höre doch hier die ganze Zeit einen Heli. Nee, das ist der Leo hier. Damit wir schon mal so einen klitzekleinen Eindruck davon haben, wie sich der KF-41 Lynx hier bewegt. Und vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, die ein oder andere Spike loszuwerden. Natürlich sind das alles hier Botpanzer, daran, das ist jetzt natürlich nicht so ideal. So, wartet mal, vielleicht können wir hier mal. So. Schießen wir mal eine Spike raus. Fire and forget. Braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Bumm. Das, ach ja. Und wir haben natürlich auch hier die Zielvorrichtung. Das Problem ist, ich sollte ihn jetzt mal weiter anvisieren. Wir haben den Peten. Das müssen wir schnell reparieren. Ja, also ihr seht, der Lynx hat sehr, sehr viele Vorteile. Ihr seht aber auch, dass der Lynx teilweise sehr anfällig ist. Also nach dem, was ich bisher so gesehen habe, jetzt auf dem Dev-Server, wirkt der Lynx von seiner Überlebensfähigkeit her noch nicht so gut, wie es der Puma tut. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Puma, was die Überlebensfähigkeit angeht, nochmal deutlich besser ist aktuell. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ihn hier irgendwie kriegen. So sieht's aus. Da hinten steht noch einer. Ta. Okay, wo auch immer der jetzt gestanden hat. Ach, da drüben. Oh, und er hat uns tatsächlich mit einer HE kaputt gemacht. Hä? Lull. Beziehungsweise in die M830A1, glaube ich, die Heat. Also auch hier habt ihr gesehen, ja, er hält noch nicht so viel aus. Ich würde jetzt mal behaupten, dass wir mit dem Puma, hätten wir im Puma gesessen,
diese Heat überstanden hätten von der Seite. Aber ja. Er hat übrigens auch Thermal. Ihr seht es hier, ja, ziemlich gutes Thermal. Also es ist, glaube ich, Gott, ich krieg's jetzt gerade gar nicht mehr wieder zusammen. Es müsste, glaube ich, also Minimum ist es Generation 2. Ich glaube eher sogar, dass es Generation 3 Thermal ist. Wo stand der jetzt? Ah, da hinten. Ja, und auch hier, ihr wisst es natürlich, ne? Es ist eigentlich eher so ein Fahrzeug für die Flanke. Weil da könnt ihr dann auch die Stärke der 30 mm sehr gut ausspielen. Ich zeige euch jetzt natürlich jetzt ist nur so, dass ihr mal auch ein bisschen seht, was hält das Ding aus, was hält das Ding nicht aus. Und momentan ist es so, es hält halt eher weniger aus. Aber es ist und bleibt trotzdem für meine Begriffe das Highlight dieses Updates. Und auf jeden Fall super, dass Gaijin das Ding ins Spiel einführt. So, jetzt haben wir sie hier von hinten. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier bei dem einen oder anderen noch die nochmal eine Spike einsetzen können. Okay, das ist wahrscheinlich zu steil gewesen. Ja, so sieht's aus. Dann nehmen wir ihn nochmal so mit. So, probieren wir das Flankenspiel mal genau von der anderen Seite. Ich hoffe, dass ich euch jetzt nochmal ein bisschen was zeigen kann bezüglich der Raketen. Das wäre jetzt mal schön. Vielleicht mal, wenn das mal so eine Rakete in so einen modernen MBT einschlägt. Mal schauen. Also geschwindigkeitsmäßig ist der Lynx auch vollkommen in Ordnung. Ja, wir sind hier mit im Gelände mit knappen 70 unterwegs, 71. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier von der Flanke ein bisschen was machen können. Es ist natürlich, wie gesagt, also legt hier jetzt bitte nicht so viel Gewichtung rein. Das Ganze wird natürlich im Live-Gameplay nochmal anders aussehen, also auf dem Live-Server, wenn das Update dann raus ist. So, es ist natürlich klar, dass wir hier auf der Seite hier nichts sehen, finden. Schade. Nur tatsächlich auf die andere Seite. Aber gut, dann ist das so. Dann nehmen wir hier schnell mal kurz. Nein, wartet mal, ich höre was. Rückwärtsgang ist auch okay. 32 Stundenkilometer, das kann man machen. Das ist in Ordnung. Agil ist er auch. Sprich also, ich unterscheide ja immer zwischen Agilität und Mobilität. Und bei der Agilität muss man sagen, ist er auch gut dabei. Also mobil sage ich immer, wie schnell ist er vorwärts, wie schnell ist er rückwärts. Und bei der Agilität sage ich immer, oh, jetzt hat er uns. Also ihr seht, selbst so ein Bot-Panzer schafft es, uns zu durchschlagen. Ja. Da ist ein Heli. Wir können mal gucken. Also er hat ja auch das Anvisieren. Mal gucken, ob wir ihn. Ich weiß nicht, warum er den Lock jetzt nicht hält. Mal sehen, ob die Spike hier was machen kann. So, ihr seht, ist anvisiert. Jetzt schicken wir die Spike mal los. Sie ist relativ langsam, also. Sie hat nur 180 Meter pro Sekunde. Das ist natürlich gegen Flugzeuge eher schlecht. Aber mal gucken, ob die Spike ihn trifft.
Ich glaub's aber nicht. Schauen wir mal. Nee. Sieht nicht so aus, als ob die Spike ihn trifft. Nein, tut sie nicht. Vielleicht können wir ihn so treffen. Na, ist natürlich schwer, wenn man keine entsprechende Munition hat. Aber hier können wir nochmal... Ja, jetzt halten wir sogar ein bisschen was aus. So, unsere Spike hat natürlich jetzt nicht getroffen. Ja, er versucht es jetzt mit seiner großen hier. Und ihr seht, was wir hier schon für Schwierigkeiten kriegen. Mit der 30 mm. Ja. Also ihr habt es eben gerade gesehen, die Spike trifft natürlich nicht immer. Und jetzt haben wir unsere beiden Raketen schon verschossen. Also man braucht schon ein bisschen, sag ich mal, Platz und ein bisschen Zielführung, damit die Spike vernünftig fliegen kann. Ja, so ein bisschen aus der Bewegung heraus kriegt man da schon Probleme. Ab und zu. Also auch hier seht ihr im direkten Close Quarter, ja, bringt euch die Spike nicht sonderlich viel. Zumindest nicht immer. Weil ihr sie halt eben... ins Anvisieren bringen müsst. Und dann muss sie halt erstmal auch noch fliegen. So, hier kommt ein... Hier steht irgendwo ein AMX-M4. Kam irgendwo... Ah, hier. Ja, und ihr seht hier, also die 30 mm kriegt hier schon... teilweise arge Probleme. Selbst gegen diese kleineren Fahrzeuge, die eigentlich nicht so stark gepanzert sind, wie moderne Fahrzeuge. So, wir bleiben hier jetzt mal drin stehen. Nehmen wir die Reparatur noch mit. Und wir laden mal die Spike nach. Dann, wenn wir gecapped haben. Also ihr seht, ne, es ist natürlich ein absolutes Unterstützungsfahrzeug. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. So, die Spike lädt auch relativ schnell nach. Das ist gut. Dass sie nicht so lange braucht. Ich würde euch das jetzt halt aber gerne nochmal schnell zeigen. So, hier fährt einer. Können wir den anvisieren? Nee. Oh. So, jetzt probieren wir es nochmal. Also die Rakete fliegt. Und da seht ihr es. Also wenn ihr vernünftig... Wenn ihr vernünftig trefft, dann macht die Spike auch ihren entsprechenden Schaden. Und das macht sie auch bei modernen Panzern. Also das kann ich euch sagen. Ja. Dass ihr selbst bei modernen Panzern, wenn ihr die vernünftig trefft, die Spike versucht es halt eben immer auf Zielmitte. Ne? Das ist zum einen gut, zum anderen ein bisschen schlecht. Ja. Dass die Rakete hier immer auf die Zielmitte geht, weil dann kann es euch auch passieren, dass die Rakete einfach mal auch, ja, ich sag mal, am Kanonenrohr irgendwie abprallt tatsächlich. Das hatte ich auf dem Testgelände, vielleicht sieht man das noch in meinem Dev-Server-Video. Grundsätzlich muss man sagen, dass der KF-41 im Spiel drin ist, ist cool, ist auch die große Überraschung, beziehungsweise, dass er ins Spiel reinkommt, ja. Aber er ist jetzt an der Stelle so gesehen jetzt nicht zu stark. Bedingt halt eben dadurch, dass er nur in Anführungszeichen zwei von den Spike-Raketen hat. Ja, und die 30 mm
Ja, die hat auch noch so ein bisschen ihre Probleme. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das der gleiche Dart ist, wie wir ihn beim Puma haben, und der funktioniert ja auch noch nicht so ganz richtig. Also es ist noch nicht so ganz, ja, so ganz grün, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da müssen wir dann mal gucken, wie das Ganze auf dem Live-Server dann wird. Da mache ich euch dann natürlich auch noch ein entsprechendes Video fertig. Wenn euch das hier schon mal gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich freue mich nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.